Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Hier Trautesheim steht's allein leider. Ne, ich habe hier diesen Typ hier dabei. Gift. Hier sind auch noch Behälter. Junge, wieso liegen hier so viele Behälter? Was ist denn hier los? Wie dem auch sei, wir nehmen jetzt erstmal eine neue Bestellung an. Wie gesagt, ich konnte nicht mal auf eure Kommentare reagieren vom letzten Video. Das tut mir sehr leid. Aber im Moment ist gerade schwierig wegen Sommerferien. Alter, da müssen wir so viel machen. Egal, das machen wir, komm. Pizzateig, Neapolitaner. Ups, nein, Scheiße, warte mal. Alter, ich bin so verwirrt. Okay, so. Okay, wir brauchen einen neapolitanischen Pizzateig. Klein. Ihr habt ja gesehen in der letzten Folge. Nichts ist runtergefallen. Alles ist sauber. Nein, was hast du getan? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Auf jeden Fall können wir hier auch schon die Marinara-Soße drauf machen. Die Mozzarella geschnitten. Okay, jetzt müssen wir Zucchini holen. Rote Paprika, grüne Paprika, gelbe Paprika. Und Spinat. Ich weiß ja nicht, ob man Spinat einfach so raufpacken kann oder ob wir das auch hier aus unserem Kellerchen holen müssen. Erstmal Zucchini, da reicht eine, oder? Ja. Hier jetzt rote Paprika, reicht auch eine. Grüne Paprika, gelbe Paprika. Wo ist gelb? Ach, hier oben, lol. Wieso denn? Macht gar keinen Sinn. Okay, Spinat ist lol. Ist Spinat hier irgendwo? Boah, ich mag ja Spinat, dieser. Fertig-Spinat, sag ich jetzt mal. Also diese kochter Spinat mag ich ja sehr. Aber, Digga, dieser Blattspinat heißt der, glaube ich. Alter, das... Ich weiß nicht, wieso. Der Rest kann ich voll gut essen. Habe ich so kein Problem mit. Aber das andere, Digga... Nee, Digga. Junge, was ist denn los? Wie schon wieder? Kann ich eigentlich das hier jetzt nicht hier reinmachen? Hä, muss ich das schneiden? Ah, das ist scheiße. Da ist noch Schinken drin. Warte mal. Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall müsste jetzt erstmal die Zucchini da rein. Digga, jetzt... Geh doch da rein, Mann. Junge, was ist denn hier los schon wieder? Ich kann das nicht... Hä? David, get some help. Ich kann die nicht nehmen. Doch, jetzt geht's. Okay, grüne Paprika, die muss geschnitten werden. Grüne Paprika, du kommst hier. So, die Zucchini wird auch geschnitten. Hallo? Achso, ich kann Behälter, lol. Kann ich den einfach so auf die Pizza machen? Haben wir hier Spinat? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht, Alter. Ich verstehe es nicht. Okay. Boah, sieht schon so hässlich aus. Ich muss sagen, ich bin eigentlich beim Essen nicht mal so heikel. Also früher schon ziemlich, aber mittlerweile nicht mehr so. Aber was ich... Digga, Zucchini und Aubergine und Fenchel. Fenchel. Alter, Fenchel? Ah, ich weiß auch nicht, Alter. Auf jeden Fall, das sind einfach diese drei Gemüsesorten, die ich einfach überhaupt nicht mag. Der Rest, finde ich, geht klar. Kann ich alles essen? Finde ich zum Teil eigentlich alles auch lecker so. Aber Digga, Aubergine, Zucchini geht auch. Wenn es mit, also nur Zucchini finde ich absolut widerlich. Aber wenn es mit irgendwas zusammen ist, dann geht es klar. Aber die anderen zwei, nee, Digga, einfach nicht. Wie sieht das bei euch eigentlich aus? Was, mögt ihr Gemüse, mögt ihr kein Gemüse, mögt ihr nur bestimmtes Gemüse? Schreibt es mal in die Kommentare. Kann ich das jetzt hier nicht belegen, ne? Nee. Ja, hä, wie mache ich das denn jetzt? Mit diesem, ich weiß nicht, wie ich das Ganze jetzt machen soll. Mit diesem Spinat. Ja, okay, jetzt erstmal 30 Gramm Zucchini. Ala. Dann rote Paprika brauchen wir 30 Gramm. Grüne Paprika brauchen wir auch 30 Gramm. Dann gelbe Paprika brauchen... Wo ist die gelbe Paprika? Ach hier, lol, ich hab die nicht gesehen. Brauchen wir auch 30 Gramm. Okay, perfekt. Jetzt noch Basilikumblatt. Oh ne, warte mal, so. Basilikumblatt. 12 Gramm. Wieso zeigt es mir das nicht an? Achso, jetzt. Lol. 12 Gramm Basilikumblatt. Und jetzt Spinat. Wie kommst du da drauf? Ah, warte mal. Da steht's. Wir können das in den Behälter aber schon mal tun. Ja, aber das geht ja nicht. Warte mal, haben wir hier noch einen Behälter? Nee, natürlich nicht. Aber wir haben hier drin, glaube ich, noch einen leeren. Ach, sogar mehrere. Eigentlich sollte man das da reinmachen können. Ja. Hä? Jetzt geht es. Alles gleich. Verstehe es nicht. Hä, aber vorhin hat es doch gar nicht geklappt. Wieso geht das denn jetzt? Ach komm, scheiß drauf. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal 8 Gramm aufpacken. Okay, wir haben jetzt hier. Alter, das ist einfach. Lol. Warte mal, können wir das noch ein bisschen besser sehen hier auf der Schaufel? Ja, okay, nicht so richtig. Aber guck mal, wie hoch das die ist. Wie hoch gestackt das die ist. Höher als unsere Schinkenpizza. Das geht ja gar nicht. Das ist ja illegal. Naja, okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Mache ich jetzt erstmal nochmal. Holz rein, weil ich glaube, wir haben ja alles aufgemacht, eigentlich nach mir. Was ich richtig geil fände, wenn es hier einen Multiplayer gäbe,
Dann könnte einer hier immer Pizzas machen, Bestellungen annehmen. Und der andere könnte hinten zum Beispiel Soßen nachfüllen. Er könnte zum Beispiel neue Zutaten schnetzeln. Das finde ich richtig nice. Aber naja, Cooking Simulator gibt es leider nicht im Multiplayer. Oder gibt es ein DLC für Multiplayer? Ich weiß es nicht. Falls es das gibt, dann schreibt es mir immer gerne in die Kommentare. Das wäre echt nice. Oh scheiße, die Pizza ist ready. Ich bin gerade so vor mich am Hindösen. Ganz ruhig. Oh, okay, aber noch keinen roten Rand. Das ist schon gut. Also hier an der Anzeige. Dann bedeutet das nämlich, dass sie verbrannt ist. Aber das ist nicht der Fall, zum Glück. Okay, du kommst jetzt aber mit hier rauf und raus. 5 Sterne. Perfekt, Junge. Was will man mehr? Also eine neue Bestellung will ich jetzt, aber... Okay, wieder Prosciutto und Rucola. Das... Ach, aber wir brauchen noch kurz gefrierter Mozzarella. Aber das ist, glaube ich, nicht... Wo ist der Korb? Ach, hier. Gefrierter Mozzarella. Sonst haben wir alles richtig. Gefrierter Mozzarella. Du Untermensch! Wo bist du denn? Also hier gibt es eigentlich so viel Zeugs, was man noch machen kann. Hefe, Butter. Es gibt kein gefrierten Mozzarella. Ist hier drüben irgendwo Mozzarella? Gereifte. Oh Gott, ich bin ja so behindert. Das heißt gereifter Mozzarella. Oh, bin ich lost. Ich dachte, das heißt gefrierter Mozzarella. Das macht hier gar keinen Sinn. Wie soll... Also, ja. Wir vergessen diese Geschichte ganz schnell. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Okay. Ja, die Geschichte ist ja zum Glück nicht echt. Habt ihr ja gerade gesehen. Wir brauchen jetzt einen Teig, einen New Yorker-Style-Teig. Hier mittel gerne. Mittel, komm schon, komm schon, komm schon. Also ich kann das nicht grammen, so doch jetzt. Okay, ganz normale Marinara-Soße, die müssten wir wahrscheinlich auch bald mal wieder erneuern. Nein. Spiel. Ah, okay. Bräh, ich war, Alter, geil. Okay, ich bin heute komplett lost. Es war einfach gar nichts. Und ich dachte einfach, das Spiel ist abgestürzt. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, ja, die Marinara-Soße ist jetzt schon drauf. Jetzt kommt der Käse. Hier gereifter Mozzarella-Käse. Genau, ich habe noch nie etwas anderes gesagt. So ein Donkerfan. Perfekt gedeckt, würde ich sagen. Die Prosciutto haben wir hier noch. 120 Gramm. 1,2 Kilo würde ich da schon zu tendieren. Ist einfach, es schmeckt einfach besser. Sag's so, wie es ist. Nein, okay. Also doch, vielleicht schon. Aber manche, es kommt drauf an. Auf jeden Fall Rucola. Haben wir hier Rucola? Ah ne, das müssen wir auch wiederholen. Ich weiß nicht, ist das hier... Ne, hier drüben gibt es doch auch keine Rucola, oder? Ja, müssen wir das unten holen? Gibt es das unten? Also ja, muss ja, ne? Wieso bist du jetzt runtergefallen? Was soll das? Bin ich maximal verwirrt. Ich suche das erstmal kurz. Ach, hier auch schon gefunden. Ne, okay, das ging schnell. Das finde ich so geil. Wir machen immer so ein Risotto. Ja, Risotto, ja. Mit so einem... was ist da drin? So ein Bündnerfleisch halt. Das heißt auch Bündner Risotto halt. Lol. Auf jeden Fall, also ja, macht man dort halt dann noch so Käse rein. Ich weiß gerade nicht, was für Käse. Dann ist das so richtig, gibt es so richtige lange Fäden, wenn man das isst. Das ist richtig geil. Und da kommt eben auch so Rucola drauf. Und Alter, das ist so geil. Hatten wir schon lange nicht. Könnte ich eigentlich mal wieder vorschlagen, dass wir das kochen. Boah, jetzt habe ich noch mehr Hunger. Das Ding ist, es ist gerade auch, ja, kurz vor 12, Junge. Wir werden wahrscheinlich gleich essen, aber wir haben nur so Sandwich. Weil wir nur so einen Tag zu Hause sind, den Rest sind wir wieder weg, deswegen... haben wir jetzt halt nichts eingekauft, weil sonst wäre das alles verdorben, bis wir wieder zu Hause wären. Wie dem auch sei, auf jeden Fall kommt das Ganze jetzt mal in den Ofen. Ich glaube, das wird richtig nice aussehen. Würdet ihr das auch schmecken, Daydreamer? Teilt ein bisschen an der... Oh nee, stimmt, das ist die selbstgemachte Pizza. Ja, okay, wir brauchen die jetzt aber noch auf, Alter. Wir feuern hier jetzt mal noch richtig ein, da geht das Ganze ein bisschen schneller. Wobei, warte, wir müssen noch kurz ein mittleres Teller nehmen. Oh, jetzt ist es rot. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau. Ja doch, geht's ja jetzt ziemlich schnell. Das war gar nicht so dumm. Okay, raus da mit dir, genau. Perfekt. Alter, boah, das sieht so lecker aus. Das glaube ich ja gar nicht. Stimmt, habt ihr... Ach so, ja gut. Das ist jetzt schon fast lange her, aber... Habt ihr das Finale geguckt? England gegen Italien? Also ich habe es nicht geguckt, aber ich weiß, dass Italien gewonnen hat. Okay, ja. Teig wurde bestellt, das war klar. Zutaten... Prosciutto, eine unerwünschte... Hä, aber das ist doch... Warte, ups. Oh ne, jetzt ist es weg. Das ist doch Prosciutto Cordo geschnitten. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Könnt ihr mir sagen, Leute? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. War es das mit dieser Folge Cookie Simulator? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!